Hallöchen Leute, mein Name ist Christian und ich stelle euch mein neues Projekt vor, was nach StarCraft Nummer 2 wäre. Crossfire. Ja, Crossfire. Ja, Crossfire halt. Ja, es wird das neue Let's Play sein, wenn man das so nennen darf oder kann. Ich werde Games vorstellen, erklären, Sachen machen, Sachen zocken natürlich auch. Ja, viele verschiedene Dinge halt. Gut, dann erkläre ich halt mal ein bisschen. Crossfire ist ein Ego-Shooter-Spiel. Ist ein Free-to-Play-Spiel. Ja, es gibt zwei, also, es ist nicht Crossfire Europa, sondern es ist Crossfire, das ukrainische, glaube ich. Ja, und werde hier unten schon massig Leute schreiben. Erkläre ich mal weiter. Also, wir fangen einfach mal an bei Profil. Das ist mein Level gerade. Das geht im Moment vom höheren Grad. Natürlich gibt es viel bessere, ist kein Problem. Das ist mein Clan. Komischer Name, aber keine Ahnung, ich habe ihn nicht ausgesucht. Meine Kills und Deaths. Serie halt. Und dann meine Wins und Lose. Ja, das ist halt bad, keine Ahnung warum. Meine GP-Zahl 3000 und meine ZP 500. GP ist das Geld, was man im Game halt verdienen kann, und ZP halt das Geld, was man für echt Geld halt kaufen kann. Dann haben wir hier die Lobby. Hier sieht man die Leute, die in der Lobby sind. Hier zum Beispiel, der ist viel höher als ich. Ja, sonst keiner. Dann hier Friends halt. Man kann maximal 100 Friends 100 Freunde haben, und hier zum Beispiel ein Double Stern halt, das sind Level, die man nie erreichen wird, ohne zu farmen. Dann hier mein Clan, das sind halt die Clan-Leute, die bei mir online sind gerade. Das ist nicht mein Clan, ich bin sondern im Clan gerade. Das sind die blockierten Leute, die ich blockiert habe, noch gar keinen. Und dann geht es weiter, hier sieht man die Räume. Hier, das heißt Sniper, Knifen, bla bla, Search and Destroy, Team Deathmatch, Mutanten-Mode, Escape, bla bla bla, Hero-Mode, HMX-Mode, keine Ahnung, ist auch so ein Mutanten-Mode, dann hier Zombie-Mode gibt's, Pipapo, alles, gibt viele Sachen im Crossfire, Ghost-Mode gibt's auch noch. Dann sind wir hier beim Blackmarkt. Es gibt einmal einen ZP-Blackmarkt und einen GP-Blackmarkt. Der ZP-Blackmarkt hat halt. Ja, halt für Echtgeld, wie gesagt, dann kann man dafür drehen. Ich zeige euch gleich mal ein Beispiel bei GP, weil ich habe jetzt, man braucht glaube ich 1000 oder 1100 ZP für so ein Drehding. Dann gibt es hier verschiedene Waffen, zum Beispiel, ja, hier sowas, Red Dragon, so eine AWM oder Dual Desert Eagle Pink, AK in Silber, so eine lustige Pumpe, so eine Waffe, eine DSR, so halt so Schlagringe sozusagen. Dann so eine limitierte Metall-AWM, dann eine Chris-Silber, eine normale DSR in Camo, glaube ich. Dann hier sowas. Es gibt total viel Kram. Hier eine Gatling-Gun, eine RPK-Gold, eine Mini-Mi, ja, AK-Knife, Chris normal, AK, Scorp, M60 ADV und Custom und sowas. Huh! Ja, das waren die ZP-Sache und die GP-Sache halt. Ich glaube, zwei GP-Waffen fehlen mir noch, sonst habe ich eigentlich alle. Gibt es die Camo, die Beretta, die Thompson, die XM8, die Sniper, die ich noch nicht habe, die P90, die AK, die MSR, MSG90, die M16, bla 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 und bla. Bei ZP gibt's, ach, GP gibt es halt weniger, weil man halt. Weil das halt Ingame-Geld ist. So. Ich erkläre euch das, wofür will ich drehen. Die Waffe habe ich noch nicht, dann klicke ich hier 2000, ich habe 3000, das können wir aber machen. Dann einmal drehen. So, ja, ein Box. So, dann ist hier der Speeder, hier drücke ich drauf. Hier irgendwo kann ich entlang gehen. Und dann kriege ich hier drei Sachen, die ich dann bekomme. Also zum Beispiel hier, tschung, bis dahin. Und jetzt dreht er, und jetzt stoppt er. Und dann kriege ich die drei Sachen halt. Ja, leider nicht dabei, Pech gehabt, ich kriege jetzt 100 GP wieder, obwohl ich 2000 ausgegeben habe, kriege ich so ein Spray für 3 Tage und so einen Granatenslot. Da kann man halt mehrere Granaten auf einmal haben. Ja,
Und hier kann man sehen, was ich als nächstes und was ich vorbeigedreht habe. Ja, und so funktioniert das halt auch bei ZT halt. So, und dann gibt es hier Coupons. Coupons kann man. Wo sind Coupons? Hier, das sind Coupons, die kann man auch gewinnen. Coupons sind. Hast du einen Coupon, kannst du noch nichts machen. Hast du dann 10 Coupons, glaube ich. Ja, müssen 10 sein. Dann kannst du irgendwie eine MP5 ADV für 7 Tage holen. Bulletproof, also eine Rüstung oder einen Helm. Machst du dann 5 weiter. Kannst dir dann eine Axt für 30 Tage oder das für 30 Tage. Oh ja, hier kannst du so eine. Keine Ahnung, ob das so eine Feuerwerksgranate ist, keine Ahnung. Dann ein paar weiter. Kannst dir dann hier so eine Shotgun für 30 Tage holen oder so eine Stormwaffe, keine Ahnung. Ich kenne die gar nicht. Dann halt so ein Revolver für 90 Tage oder so ein Schraubenschlüssel. Das ist halt sowas wie ein Messer. Dann kann man sich halt so eine MP7 für 7 Tage holen, aber die gibt's auch nur hier halt im Coupon. Dings da. Als nächstes kannst du dir dann eine Desert Eagle Gold holen, die ich habe und die Custom, die ich auch habe schon. Und diese SL8 holen, so eine Sniper, die meiner Meinung nach total nicht den Wert von 80 Coupons hat. Ich habe 84, mir fehlen noch ein paar, weil dann kann man hier bang die geilen Goldwaffen kriegen. Die goldene AK habe ich noch nicht, die M4 Gold habe ich schon und ich will halt jetzt zur AWM Gold sparen. Ja, dann bam, gehen wir mal Storage. Storage kann man halt seine Waffen aussuchen und so, warte. Einen Moment. Hoppala. Kann man halt seine Waffen aussuchen, kann man seinen Charakter gucken. Ich bin jetzt. Ah ja, genau, man kann auch verschiedene Charakter kaufen, aber dazu gucken wir gleich. Man kann so viel erklären. Das ist schon alleine für die Stunde, was man hier erklärt. Ohne dass man überhaupt dieses Game angefangen hat. Ja, Waffen kann man hier in verschiedene Slots haben. Man hat zwei Standard-Slots. Bags. Man hat zwei Standard-Bags, Mann. Ich verplapper mich hier wieder total. Man kann halt zwei weitere kaufen. Hier unten kann man Granaten, hier kann man das Knife aussuchen, zum Beispiel ich will jetzt diese hier haben oder die hier, dann kann man die halt und in der will ich halt die hier haben, bla 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 bla. Gut. Dann hier zu meinen Waffen. Ich habe ein paar, manche sind auf Tage, manche sind für immer. Die auf Tage, die sind meistens die Waffen, die man gedreht hat. Man muss Waffen reparieren, die gehen nach einem Gang kaputt. Außer bei Mutanten-Mod. Ja, sonst. Ja, Granaten, bla bla. Es gibt auch Quests, die man am einen Tag machen kann und so. Dann gehen wir jetzt mal auf Charakter. Charakter, das ist der normale Standardcharakter. Der normale halt, den meisten benutzen. Den gibt es halt so und so. Dann gibt es Swap. Also für jeder Charakter kostet 10 Euro und da sieht man schon, ich habe 4 Charakter gekauft, dass ich schon alleine für die Charakter viel Geld ausgegeben habe. Ja, Swap-Charakter, meiner Meinung nach, es gibt manche Leute, die sagen, Swap-Noob, bla bla bla, Swap, weil die Leute denken, dass die Hitbox von den Swaps kleiner ist und dass man die nicht mehr trifft als so einer hier. Gut, die sieht jetzt dünner aus, aber meiner Meinung nach, ist das totaler Scheiß, weil ich habe da überhaupt keine Probleme, einen Spob, also diese Tusse da zu treffen, als einen anderen. Habe ich überhaupt keine Probleme mit. Sind meistens die Leute, die daneben geschossen haben und dann einfach nur sagen Spob Noob, die das dran halt darauf schieben. Ja, dann gibt es hier diesen CIA-Typen, den ich mir auch mal gekauft habe, den ich aber kaum benutze. Dann gibt es den Navy Seal, den ich am coolsten finde, der meiner, also am dicksten ist. Sozusagen, ja, ja, beschimpfen mich zumindest die Leute als Bob Noob, aber naja, dann gibt's halt die dann gibt's halt die Frau, dann gibt's halt die Frau, die halt genauso wie die Spock so dünn ist und auch als Noob bezeichnet wird. Dann gibt es halt so Mützen, die halt mehr XP bringen für GP, kann man mal kaufen für 7 Tage oder so. Dann gibt es halt so Sonnenbrillen oder so, die ganz okay aussehen. Dann Items. Hier habe ich noch Bags für 25 Tage. Hier habe ich mir für
1000 GP oder so ZP gekauft, dass mein Name anders aussieht und dass ich anders schreibe. Ja, dann gibt es hier Mutanten verschiedene, XP Plus natürlich, weil man auf meinem Level XP Plus braucht, weil man da nicht so einfach Level Up wird. Gut, das war's dann eigentlich damit soweit. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Ja, Sprays und sowas. Dann Namecards. Dann gibt's noch. Oh, der Item Shop. Da gibt's auch viel Kram. Einmal geht. So. Item Shop, genau. Item Shop kann man Waffen testen. Zum Beispiel. Es gibt halt viele GP. Wir machen jetzt hier nochmal ein ZP. Es gibt viel Müll. Viel gute Sachen. Charakter. Weil ich verstehe es nicht. Gibt so unnütze Sachen. Zum Beispiel hier. Ja, okay, wer rennt so rum? Oder hier mit so einem Kopf. Was, bitte, das ist ein Mutant, den es gibt, den man sich kaufen kann. Die kann sich so unsichtbar machen, aber das bringt hier gar nichts. Einfach nur irgendwie hässlich mit so einem Kopf rumzulaufen. Ich habe auch echt seltener gesehen. Oder so welche. Ist auch lustig. Oder hier. Gibt's hier sowas hier, es geht ja noch. Oder hier sowas mit so einem Engelchen da drin. Oder ja, oder so ein Rucksack hier. Ja, dann gibt es noch den Charakter, den habe ich mir noch nicht geholt. Dann habe ich mir die Japaner oder Chinesen noch nicht geholt. Und den habe ich mir auch noch nicht geholt. Den man jetzt gerade nicht sieht. So. Gut, dann gibt es hier Items, halt viele Sachen, so, aber wenn ihr das Spiel selber holen wollt, ist halt kostenlos. Gibt auch viele halt kostenlose Sachen, also nicht kostenlos, sondern für. Was habe ich hier angepackt? Viele Sachen, die es halt für GP gibt. So, und du siehst auch lustig aus. Genau, was ich noch testen wollte. Man kann Waffen testen. Man geht darauf und dann einmal nach vorne oben. So. Und dann lädt gut und dann kann man es hier so testen, so hier wie so ist. Yes.